In Schleswig-Holstein weht der Wind. Viel Wind. Mit ihm lässt sich viel Windstrom produzieren. Mehr als das nördlichste Bundesland selbst verbrauchen kann. Das Problem, er kann oft nicht abtransportiert werden, weil die Netze fehlen. Dann müssen, obwohl es stürmt, Windkraftanlagen abgeschaltet werden. Die Anlagenbetreiber werden entschädigt. Das zahlt am Ende der Stromkunde. Die Südlink-Stromtrasse soll das Problem lösen. 1, 2, 3. 10 Jahre wurde sie geplant. Immer wieder verzögerte sie sich. Eigentlich sollten die Bauarbeiten schon im vergangenen Jahr abgeschlossen sein. Das scheiterte aber an Widerständen, hauptsächlich aus den südlichen Bundesländern. Heute Spatenstich für das Großprojekt an der Elbe. Gut, dass es losgeht. Endlich geht es los. Es geht auch los mit dem schwierigsten Projekt gleich vorneweg oder einem der schwierigsten Projekte, der Untertunnelung der Elbe. Auch diese Bauzeit wird ungefähr 4 Jahre dauern, sodass also Kabelbau und Tunnelbau Hand in Hand vorangehen und dann soll beides gleichzeitig fertig sein. In den kommenden Jahren wird die Erdleitung zunächst unter der Elbe gebaut. Eine Tunnelbohrmaschine soll sich vom südlichen Schleswig-Holstein aus bis ins nördliche Niedersachsen durcharbeiten. Dann soll die Leitung weitergebaut werden, 700 Kilometer in den Süden, bis nach Bayern und Baden-Württemberg. Viele kennen es auch von einem Straßentunnel in Hamburg, von der Trude tief runter unter die Elbe. Genau so eine Bohrmaschine werden wir hier auch einsetzen. Und dann werden wir von hier aus Richtung Niedersachsen bohren und werden gleich von hinten Beton-Halbschalen einfügen, sodass der Tunnel sofort fertig ausgekleidet ist. Aber der ganze Prozess dauert dann knapp 4 Jahre. Die Strompreise sind hoch in Deutschland. Der Chef der Bundesnetzagentur hofft, dass sich das bald ändern wird. Das sind noch mal 7 weiter. Wir haben momentan zu bestimmten Zeiten die Situation, dass wir im Norden schon zu viel erneuerbaren Strom haben, den wir gar nicht richtig verwenden können. Im Süden müssen wir das dann extra zusätzlich einkaufen. Das sind Kosten, die entstehen. Die wären nicht notwendig, wenn wir den Netzausbau schon hätten. Und darum beschleunigen wir jetzt alles, um Strom wirklich da zu nutzen, wo wir ihn brauchen. Es gibt ein weiteres Problem bei den Stromkosten. Zumindest für die Menschen in Nord- und Ostdeutschland. Dort sind die Preise nämlich höher als im Rest der Republik. Das liegt an den Netzentgelten. Die sind dort am höchsten, wo der Netzausbau vorrangig stattfindet. Nicht mehr zeitgemäß, findet der Wirtschaftsminister. Das, was hier passiert, dient ja nicht der Region Unterelbe oder Dithmarschen, sondern das dient ganz Deutschland. Und insofern ist es richtig, die Kosten, die der nationalen Energiesicherheit dienen, anders zu verteilen. Da gibt es viele Studien drüber und ich bin mir sicher, dass wir zeitnah gute Lösungen finden werden. 2028 soll die Leitung vom Norden in den Süden fertig sein. Doch es ist schon jetzt absehbar, dass ihre Kapazität nicht ausreichen wird, angesichts der steigenden Verbräuche im Süden und dem geplanten Windkraftausbau im Norden, dort, wo der Wind weht.